Hallihallo, hier ist euer Darth Steffen Zockt wieder mal zu einem Unboxing-Video. Und ja, das ist natürlich jetzt für den Monat Juli. Wie gesagt, alle zwei Monate kommt ja ein Unboxing-Video oder mehrere, kommt immer darauf an, wie lange es wird. Und zwar gibt es diesmal, wie immer, das von Dragons und noch ein zusätzlich für Star Wars. Und ja, wir fangen aber mit Dragons an und ich werde euch mal zeigen, was ich mir auf Amazon Schönes geholt habe. Und ich denke mal, da ich davon 5 Stück habe, werde ich in einem Video 2 machen und im anderen Video 3, dass das Video nicht ganz so lang wird. Einfach mal schauen, wie die Zeit reichen wird. Und ich hole mir gleich mal hier aus der Kiste Nummer 1. Und zwar ist das ein Quimmel und sein Dead Whipper. Ich werde ihn auch gleich nochmal auspacken und euch genauer zeigen, dass ihr den sehen könnt, besser sehen könnt. Und ja, das ist alles safe und ungeschnitten. Daher werde ich das, während ich die Aufnahme mache, den da raus befreien. Weil er ist ja noch hier an seiner Kiste gefesselt, aber nicht mehr lange. Jetzt habe ich ihn und jetzt zeige ich euch ihn euch mal von allen Seiten. Tut mir leid, wenn ich manchmal vielleicht ein bisschen komisch rede, aber ich bin echt schon müde, weil es auch schon spät ist. Es ist kurz vor 11. Und ich habe gerade erst mal meinen Freitags-Stream hinter mir und musste jetzt noch an Programm rumtüfteln, dass ich ordentlich aufnehmen kann. Hier ist der Dead Ripper. Einmal von oben. Von der Seite. Links und rechts. Ich zeige euch natürlich beide Seiten. Hintere Seite. Untere Seite. Es ist echt ein sehr schöner Drache. Und ja, dazu zeige ich euch jetzt natürlich noch auch Grimmel und das Zubehör, dass ihr das auch sehen könnt, was dazu gehört. So, wie ist das eingepackt? Oh, okay. Da hole ich einfach Krümel raus. Ist der auch noch festgemacht etwa? Oh, da hinten. So, wie ist denn das gemacht? Das ist natürlich jetzt blöd. Weil ich möchte hier nicht die ganze raus. Oh oh, oh oh, shit. Nicht gut. Ich glaube, ich habe gerade oder? Oh, puh. Ich hätte es doch schon eher rausmachen sollen. Das ist Grimmel. Jetzt will natürlich die wir nicht anfokussieren. Das ist klar. Jetzt hat es dann fokussiert, ne? Ganz kurz, Moment. So. Jetzt, nee. Jetzt will sie gerade wieder nicht. Ich weiß auch nicht, was mit der los ist. Jetzt. Das ist einmal Grimmel. Ist auch nicht schlecht. Und ja. Den kann man, glaube ich, nicht draufsetzen. Ich weiß es jetzt nicht, ob das funktioniert. Ob man den hier draufsetzen kann. Irgendwie. Ja, anscheinend nicht wirklich. Wir setzen es einfach mal so provisorisch drauf. So wird es aussehen, wenn er stehend auf seinem Drachen wäre.
So würde das dann aussehen. Auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Sieht irgendwie cool aus. Und ja, ne? Das kann man machen. Aber das restliche Zeug kriegt man echt nur raus, wenn man das. Toll. Das ist auch noch was. Das ist natürlich blöd, weil das ist hier und das ist hier innen drinne. Und da muss man das hier alles abmachen. Aber ich möchte eigentlich die Schachtel deshalb nicht zerstören. Das wäre irgendwie ein bisschen schade, was das angeht. Also überlege ich gerade, ja, was ich da jetzt machen soll, weil, wie gesagt, ich möchte die Schachtel nicht kaputt machen, weil ich das dann da wieder vielleicht auch rein tue und hinstelle auf dem Schrank. Und ja, ich werde es erstmal so lassen, wie es ist und nicht weiter auspacken. Hier zeige ich euch doch mal Grimmel und sein Dead Whipper. Und dann hole ich auch gleich mal den nächsten Drachen raus für euch. Das wäre jetzt die Nummer 1. Ich tue es erstmal hier in die Kiste. Und jetzt hole ich den nächsten. So. Okay. So. Der nächste wäre der Hakenzahn, ist um ja einiges größer, was das angeht, wie ihr seht. Die Kiste ist um einiges größer als die andere von Grimmel und den Death River. Das ist schon bedeutend mehr. Und ich werde ihn jetzt mal befreien und euch dann mal von allen Seiten zeigen. Ach, das ist aber nur mit einer ganz. Nee, doch nicht. Sah erst aus wie ein ganz normaler Gummi. Aber war es nicht. So, jetzt tun wir mal die Schachtel beiseite, dass ich Platz habe. Wie gesagt, die Flügel und den Kopf. Auch das Maul kann man bewegen, auf und zu machen. Die Flügel kann man anlegen, wenn man möchte. Man kann den Kopf nach unten senken oder nach oben machen. Was auch sehr schön ist, finde ich. Jetzt zeige ich euch natürlich nochmal von allen Seiten, wie auch beim ersten, dass ihr ihn euch schön betrachten könnt. Von allen Seiten. Wie gesagt, ich muss auch mal gucken, wie ich das immer ordentlich hinbekomme, das auf der Kamera zu zeigen, dass ihr das auch ordentlich sehen könnt. Ihr seht, ich stelle mich da immer noch ein bisschen dusselig an, was das angeht. Und hier noch mal die Unterseite von Hakenzahn. Wie gesagt, das ist wirklich nicht schlecht verarbeitet, muss ich sagen. Also es ist wirklich gut verarbeitet. Die Füße kann man bestimmt auch bewegen. Ah ja, gut, die Füße kann man bewegen. Und da bewegt sich automatisch der Kopf mit. Aber es geht nur bei seinem linken Fuß. Und es geht auch nur der Kopf nach unten. Also der Kopf bewegt sich leider nicht nach oben. Er macht nur das hier. Aber es ist auch nicht schlecht. Und man kann, wie gesagt, die Flügel auch anlegen. Dann sieht das so aus. Im Prinzip sind die Flügel dann tiefer als seine Krallen und seine Füße. Was irgendwie ein bisschen komisch ist, aber okay, dann ist es halt so. Und ausgefahren sehen sie halt dann oder ausgeklappt so aus. Aber ich finde die Figuren sehr schön und deshalb habe ich sie mir ja auch extra geholt, weil ich sie gern mit in meine Sammlung stellen möchte. Um sie einfach so haben. Wie gesagt, ich bin ein riesen Drachen-Themen-Fan und Dragons-Fan. Das wisst ihr ja. Und daher möchte ich die einfach gerne, ja, haben in meiner Sammlung.
Ich muss mal gucken, was mir noch fehlt. Dann hole ich mal den Rest auch noch. Also dann für den Monat September, wo es dann das nächste Anwachsen geben wird. Aber jetzt erstmal die Sachen. Und da muss ich auch erstmal schauen, ja, wie es dann hinstelle am besten. Wie ich sie am besten zur Präsentation bringe. So, das ist sogar noch mal eingepackt hier, warum auch immer, aber das ist nicht das Thema. Da packen wir das einfach mal ganz fix aus. Das wird jetzt die Nummer 3 und die anderen beiden mache ich dann in einem zweiten Video, dass es nicht so viel wird. Und zwar haben wir hier Astrid und Stormfly, also Astrid und Stormpfeil. Und ja, die werden wir jetzt natürlich auch wieder gemeinsam auspacken und ich werde sie euch zeigen von allen Seiten. Und ja, dann sind wir auch schon mit dem ersten Video von zweien fast fertig. So, ziemlich hoch. Hier macht das fest ist, das gefällt mir nicht so sehr. Gut, hier haben wir raus. Und Astrid ist natürlich auch wieder ganz fies hier drin gefangen. Das muss ich mal sagen. Das ist echt fies. Mal gucken, ob ich das hier. Ja, es geht. Es geht, es geht. So, Astrid auch befreit. Und jetzt zeige ich euch erstmal natürlich Stormpfeil. So. Gut. Jetzt zeige ich ihn euch erstmal. Wie gesagt, das ist alles live und ungeschnitten. Daher packe ich es hier auch erst hier live im Video auszusagen. Also während der Aufnahme. Und ja, das ist unser Stormpfeil. Der natürlich auch nicht schlecht aussieht, auch wieder sehr gut verarbeitet ist, wie ihr seht. Und ja, kann man echt nichts sagen, was die Bearbeitung angeht. Und ja, da kann ich euch auch gleich noch eine Information rausgeben. Wenn ich diese Sachen hier durch habe, also die Drachen, also alle, also es gibt auch noch von den neuen Filmen solches Drachen hier und die möchte ich ja auch noch gern anboxen. Aber danach kann ich euch gleich eins sagen, danach werde ich wahrscheinlich auch mit Dragon's Playmobil anfangen, so Stück für Stück. Und ja, euch auch ein Unboxing machen von den Dragons Playmobil. Wie ihr wisst, mein Schatz hat ja das schon gemacht, die Playmobil Unboxings und Vorstellungen. Und so auf die Art werde ich das dann auch machen, wie er es gemacht hat. Das nehme ich mir mal als Vorbild, seine Videos. Hier haben wir noch mal Astrid. Ich hoffe, dass sie fixiert an ein bisschen. So, ja, jetzt hat es ein bisschen anfixiert. Du musst nur mein Gesicht so ein bisschen weg, dann fixiert es an. Oder auch nicht. Der Fokus von der Kamera ist echt beschissen, was das angeht. Und ja, ich finde die Dreie bis jetzt auch echt gut. So, halt, nicht so viel, ich will auch noch scharf bleiben. Okay, alles klar. Vielleicht geht es dann ein bisschen besser, der Fokus. Oder auch nicht. So, ob das so klappt.
jetzt halt auch nicht. Also wenn man richtig nah an die Kamera geht, wird es auch nicht fokussieren, ist schade. So, jetzt werde ich mal gucken. Die kann man bestimmt auch draufsetzen hier. Ich hoffe jetzt mal. So. Nee, sie kann man anscheinend. Nicht draufsetzen. Aber es würde dann so ähnlich aussehen, wenn sie stehen drauf wäre. Da würde es so aussehen. Entstehend. Auch nicht schlecht. Aber man muss halt ihre Beine ziemlich dafür verbiegen, dass sie so drauf hält. Und das ist auch wiederum nicht so schön für die Figur, weil das dann immer ja leicht ausleiert oder ausfranst. Das Material, und dann hält es irgendwann gar nicht mehr richtig. Und ja, das waren jetzt die ersten drei, die ich euch hier ausgepackt habe und vorgestellt habe. Und ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich werde jetzt nochmal zum Schluss etwas machen. Ich werde sie euch nochmal einfach alle zeigen. Ist vielleicht eine super Idee, das so zu machen. Und ja, da fangen wir einfach mal so an mit den mit Grimmel und den Dead Whipper. Das war die Nummer 1. Ist jetzt einer meiner Favoriten, weil er wirklich sehr gut aussieht und auch sehr gut verarbeitet ist. Also der Dead Whipper sieht richtig geil aus. Quibble nicht so wirklich gut, aber der Dead Whipper ist richtig cool. Also da gibt es schon mal von den dreien jetzt eine richtig gute Bewertung, was das angeht. Hier haben wir Hagenzahn, auch nicht so schlecht verarbeitet, aber könnte besser sein, finde ich. Wie gesagt, es ist nicht schlecht verarbeitet, aber könnte besser sein. Oder sagen wir mal so, wenn sie es schon machen, hätten sie wirklich zu jeder Figur auch den Charakter machen könnt, also den dazugehörigen Reiter. Das hätte ich doch schön gefunden, wenn sie das so gemacht hätten. Aber das haben sie ja leider nicht gemacht. Was ich halt etwas schade finde. Und zuletzt haben wir nochmal Astrid und Sturmpfeil. Die finde ich natürlich wieder sehr gut verarbeitet. Besser als eine Hagenzahn. Also der kommt jetzt erstmal auf Platz 2 von den dreien. Und Hagenzahn ist erstmal Platz 3. Und das war's jetzt auch von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, es wird jetzt noch einen zweiten Teil geben. Den nehme ich jetzt gleich im Anschluss auf. Und ja. Ich hoffe, euch gefällt das Format. Bis jetzt noch das Unboxing-Format. Und hoffe, ihr bleibt auch noch lange treu gewogen. Es wird noch einiges von Dragons geben. Auch von Star Wars wird es noch einiges geben. Das kann ich euch versprechen. Da wird es auf jeden Fall noch einiges an Material geben. Und ja. Lasst euch einfach überraschen. Und ja, ich starte jetzt erstmal an der Stelle. Ciao mit V. Und bis gleich zum nächsten Video, zum Teil 2, wo ich euch noch zwei weitere Figuren bzw. Drachen von Dragons vorstellen werde. Also, bis gleich zur nächsten Folge. Ciao, 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 euer Darth Steffen Zockt. Und lasst auch gerne ein Like oder Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ein nettes Kommentar würde mich auch erfreuen. Also dann, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao, ciao und möge das Drachenreiterblut natürlich auch mit euch sein, meine jungen Drachenreiter.